Hallo und willkommen, ich bin Pietro Savonaro. Wir haben gerade Barrett besiegt und gucken jetzt mal, was es weiter auf sich hat so. Wir wissen auf jeden Fall, wir müssen nach Shanghai, aber ich glaube, ich habe noch eine ganze Menge Sekundärquests hier in der Stadt, die ich gerne machen möchte. Ja. Ich hoffe mal, doch, wir müssten eigentlich 5000 Gold haben, oder? Eine Augmentierung kaufen wäre schon geil. Wir haben sogar noch einen Praxispunkt frei, wenn ich mich recht entsinne, weil den haben wir ja nicht benutzt, als da der Kampf losging. Warum auch? Wir hätten unser Schleichen verbessern können. Gegen, das wäre extrem vorteilhaft gewesen. Oh, diese Musik ist immer so geil. Ich muss mit Ihnen reden. Kommen Sie am besten sofort in Ihr Büro. In mein Liebend Büro. gern, Francis. Aber erst muss ich Seraph informieren. Das mag schon sein. Aber hören Sie sich an, was ich zu sagen habe. Vielleicht ändert das ja was. Pritchard out. Wir müssen höllisch gut aufpassen. Hinter Taggart sind nicht nur die Augmentierungsbefürworter. Ich würde jetzt glatt da vermuten. Jetzt teilt sich der Weg. Jetzt kann man entweder der Firma treu bleiben oder merken, dass da eine Verschwörung läuft oder sowas. Würde ich wetten. Mein Büro. Was wollen Sie? Ich gebe es nur ungern zu, aber ich brauche Ihre Hilfe. Ach, Es schade. geht um das Signal, das Sie im DRB-Gebiet abgeschaltet haben. Es war fast ein Jahr lang aktiv. Soll das heißen, dass jemand von außen schon vor dem ersten Angriff Zugang zu unserem Netzwerk hatte? Ich habe schon vorher solche Versuche registriert und jedes Mal rasch unterbunden, aber wer auch immer diesen speziellen Algorithmus erstellt hat, ist gut. Sehr gut sogar. Weiß es Seraph? Genau da liegt das Problem. Das Ganze war nur möglich, weil es eine Hintertür in unser Sicherheitssystem gab, von der ich nichts wusste. Und die hat Sanders Team benutzt, um in unsere Fabrik zu kommen. Ich arbeite seit 7 Jahren hier, Jensen, und ich sehe diesen Zugangsweg zum ersten Mal. David Seraph hat ihn eingerichtet, um die Oh, Firewall doch. zu umgehen. Er verbirgt etwas, und ich finde, Sie sollten herausfinden, was. Warum ich? Weil Seraph diesen Zugang eingerichtet und große Datenmengen darüber verschoben hat, kurz nachdem Ihre Ex-Freundin vorgeschlagen hat, Sie einzustellen. Müssen Sie nicht irgendwas ermitteln? Hat mal wieder irgendwer Credit-Chips bei mir hinterlassen? Nein. Ein PDA. Mandrake. Ja. Ich kam mir gar nicht wieder Weintrinker vor. Ach, ich bin ja der Überwachungschef. Zigaretten, okay. Dann gucken wir mal, was unser Chef will. Was ist da eigentlich für eine Sekundärmission? Nicht irgendwie mit der Armbrust abkühlen.
Verzeihung. Mr. Jensen, nicht wahr? Sir, müssen Sie nicht zu diesem Wohltätigkeitsdinner? Ich komme sofort, Isis. Ich hatte gehofft, Sie zu treffen, Mr. Jensen. Bill Taggart. Gründer der Humanitätsfront. Ich weiß, wer Sie sind. Ja. Ja, das dachte ich mir. Als bester Sicherheitsmann von David Seraph haben Sie vermutlich eine dicke Akte über mich. Aber ich versichere Ihnen, Mr. Jensen, ich bin von den jüngsten Ereignissen erschüttert. Ach. Ich kann nicht gutheißen, was Sie und Ihr Unternehmen der Menschheit antun. Ich halte es für äußerst gefährlich. Aber die Ächtung von Humanoptimierungstechnologien muss auf legalem Wege erreicht werden. Ich werde es mir merken. Heute ist der erste Arbeitstag seit dem Unfall vor 6 Monaten. Richtig? Sir, wir müssen gehen. Was mir passiert ist, war kein Unfall. Ah, mein Fehler. Aber es muss belastend gewesen sein, so kurz danach ein zweiter Zwischenfall. In die Fresse schlagen? Sicher wurden dadurch einige böse Erinnerungen geweckt. Meine Erinnerungen gehen Sie nichts an, Taggart. Hab ich da einen Nerv getroffen? Ich traf gleich einen Nerv bei dir, Alter. Das liegt uns Psychologen wohl im Blut, dass wir ständig unangenehme Fragen stellen. Aber wissen Sie, wenn man sie nicht stellt, hilft es auch nichts. Daran sollten Sie immer denken. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden. Eines würde mich interessieren, Mr. Taggart. Was bezwecken Sie mit Ihrem Auftritt heute Abend? Ich dachte, das wäre klar. Ihr Unternehmen war das Ziel eines Anschlags. Die Gewalt und das Blutvergießen müssen beendet werden. Aber ich fürchte, dazu müssen sich erst einige weise und intelligente Menschen einigen. Worüber? Über die Zukunft, Mr. Jensen. Diese Verbesserungstechnologie ist ein Eingriff in die Evolution des Menschen. Sie definiert den Menschen völlig neu. Keine Regierung der Welt kann es sich leisten, sie nicht zu regulieren. Sie können den Fortschritt nicht aufhalten, Mr. Taggart. Wohl nicht. Aber wir dürfen auch nicht die Hände in den Schoß legen und warten, was passiert. Nicht, wenn wir die Fähigkeit, den kollektiven Willen und den Weitblick haben, etwas zu ändern. Verstehe. Danke, dass Sie mir die Augen geöffnet haben. Jederzeit. Das ist jederzeit mal einen anderen Ton nahe. Sie sind Taggarts Berater, richtig? Dr. Isaiah Sandoval, stimmt's? Spielen Sie nicht den Unwissenden, Mr. Jensen. Ich bin sicher, Sie haben eine Akte über mich, die genauso dick ist wie die über Mr. Taggart. Sie sind selbst ein bekannter Aktivist, Dr. Sandoval. Wenn Sie gesehen hätten, was ich gesehen habe, würden Sie wissen, dass man manchmal aufstehen muss, um sich Gehör zu verschaffen. Mich überrascht eher, dass die Gefahren dieser Technologie einen ehemaligen Polizisten wie Sie nicht mehr beunruhigen. Augmentierungen helfen vielen Menschen, Doktor. Behinderten, Kriegsveteranen. Oh, dass ich das sage? Um welchen Preis? Einem Freund von mir haben Ihre sogenannten Optimierungen das ganze Leben ruiniert. Er war Ihnen nicht unähnlich und er hatte keine Wahl und musste sich augmentieren lassen. Aber danach... Zu viel Macht kann einen dazu bringen, schreckliche Dinge zu tun, Mr. Jensen. Darüber sollten Sie mal intensiv nachdenken. Ich würde gern mehr über Ihren Freund erfahren, Dr. Sandoval. Was genau hat er getan? Nichts. Wurde er am Golf verwundet? Er ist in einem Einkaufszentrum Amok gelaufen, wenn Sie es unbedingt wissen müssen. Er hoffte darauf, von der Polizei erschossen zu werden, um nicht sein ganzes Leben lang gegen die Augmentierungssucht ankämpfen zu müssen. Er war süchtig nach Augmentierung? Darüber steht nichts in Ihren Firmenbroschüren, stimmt's? Neuropozin-Abhängigkeit, Abstoßungspsychose. Diese Technologie hat unzählige körperliche und psychische Schäden verursacht und dennoch hört man praktisch nie etwas darüber. Man kann das sicher alles öffentlich nachlesen. Eben nicht, dank einer Armee von Firmenanwälten, die das verhindern. Ihr Freund, war er erfolgreich mit seinem Selbstmord durch die Polizei? Nein, Bill Taggart hat es ihm ausgeredet. Na gut. Boss, wir müssen reden. Das sieht zerstört aus. Was nicht? Nö. Ich bin nicht sicher. Haben Sie einen privaten Zugang eingerichtet, der die Firewall des Unternehmens umgeht, bevor Sie mich angeheuert haben? Wie bitte?
Pritchard sagt, dass jemand damit auf unsere Systeme zugreift, und zwar schon vor dem ersten Angriff. Unsere Sicherheitsmaßnahmen haben das nie unterbunden, weil wir nicht einmal wussten, dass es diese Hintertür gibt. Oh, verstehe. Aber Frank hat das in Ordnung gebracht, oder? Jetzt schon. Aber er fragt sich, warum Sie das nie erwähnt haben. Frank ist paranoid, Adam. Das wissen Sie doch. Kann ein vielbeschäftigter Mann nicht auch mal was vergessen? Sie haben extrem viele Daten durch dieses Portal geschleust, Boss. Unmittelbar bevor Sie mich an Bord geholt haben. Pritchard mag paranoid sein, aber ich gebe zu, ich frage mich auch, was das für Daten waren. Sicher. Als ehemaliger Cop müssen Sie das wohl. Aber wichtig ist nur, dass Sie das Loch gefunden und gestopft haben. Wir sind jetzt sicher. Und die Informationen aus der FEMA-Anlage bringen uns vielleicht auf die Spur dieser Kerle. Wir sollten uns auf wichtige Dinge konzentrieren. Hm. Also endlich habe ich keinen Bock. Adam, sind wir hier fertig? Eigentlich habe ich keinen Bock, den ihm seinen Lügen zu glauben. Ich glaube, eins von den beiden. Aber so gerne, so machtversessen wäre ich nachher auch gerne. Ich glaube, dass in diese Richtung gehen wir. Vielleicht können wir den Firmensitz übernehmen. Aber wir sind böse, wir konzentrieren. Das will ich ja, glauben Sie mir. Ich will die Kerle unbedingt fassen, genau wie Sie. Aber dieses Leck ist schuld an allen unseren Sicherheitsproblemen, einschließlich dem heutigen. Wenn ich die Typen aufhalten soll, muss ich wissen, auf welche Daten sie Zugriff hatten. Sie haben ja recht, keine Frage. Tut mir leid, dass ich ausgewichen bin. Die Wahrheit ist, ich hatte jede Menge andere Dinge im Kopf. Ich will eine Zukunft für die gesamte Menschheit schaffen. Ich habe keine Zeit für simple Sicherheitsfragen, wenn jemand wie Bill Taggart an meinem Ast sägt. Sie sind mein bester Krieger, Adam, und ich vertraue Ihnen. Ich weiß, dass Sie auch weiterhin loyal sein werden, wenn wir diesen Kampf in die Zukunft tragen. Denn darum geht es doch eigentlich, nicht wahr? Um die Zukunft. Konzentrieren. Boss, ich glaube, wir kommen gerade etwas vom Weg ab. Wenn ich diesen Krieg für Sie gewinnen soll, muss ich wissen, welche Informationen der Feind erhalten hat. Ich muss den Inhalt des Datenstroms kennen, falls darauf zugegriffen wurde. Halten Sie das für möglich? Ich verstehe, was Sie meinen. Das wäre gar nicht gut. Ich frage mich nur, ob es nicht ein wenig paranoid ist, sich auf Details zu stürzen, die nicht kritisch sind. Ich meine, haben Sie die Ereignisse vor 6 Monaten so aus der Bahn geworfen, Ihr Versagen damals, dass Sie sich jetzt nicht mehr anpassen können? Verdammt, Adam! Ich habe Sie heute zurückgebracht, damit Sie sich um eine akute Krise kümmern. Mich wegen Dingen in Frage zu stellen, die ohne Bedeutung sind, bringt Megan nicht zurück. Bei allem Respekt, Sir. Ich versuche, meinen Job zu machen. Den Job, für den Sie mich eingestellt haben, für den Sie mich hierher zurückbeordert haben. Aber langsam habe ich das Gefühl, Sie stellen sich dem in den Weg und dann ziehen Sie auch noch Megan mit rein. Ich stelle mich nicht in den Weg. Ich habe nur... Okay, hören Sie. Es tut mir leid. Vielleicht bin ich derjenige, der überreagiert. Dann erzähl mir die Informationen. Ich will Ihnen nichts über die Daten sagen, weil es sonst zu rechtlichen Problemen kommen könnte. Jedes Unternehmen hat seine Geheimnisse und Megans Forschungen gehörten dazu. Aber die von mir gesammelten Daten hatten mit ihr nichts zu tun. Sie waren auch nicht brisant. Und deshalb möchte ich, dass Sie keine Zeit mehr damit verschwenden. Die Aktionäre erwarten, dass ich mich darum kümmere und das werde ich auch. Also überlassen Sie die Sache ab jetzt mir. Ah gut, das bin ich wirklich zu glauben. Und jetzt?
Boss, ich bedauere, dass Sie das alles für Zeitverschwendung halten. Ich will bloß nicht, dass noch jemand leiden muss, weil ich bestimmte Informationen nicht habe. Aber wenn Sie davon überzeugt sind, dass die Daten uns nicht schaden können und uns niemand deshalb irgendwann in den Rücken fällt, dann reicht mir das natürlich. Ich kann das bei so etwas nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, Adam. Niemand kann das. Verdammt. Also gut. Okay. Hören Sie. Die Wahrheit ist, ich habe einen vertraulichen Datenkanal für einen Privatdetektiv eingerichtet. Jemand, der Hintergrundüberprüfungen durchführt. Über potenzielle neue Rekruten. Wie Sie. Was? Ich musste es tun, Adam. Sie waren ein Risiko. Schon vergessen? Das SWAT hatte Sie gerade gefeuert. Megan hat Ihnen zwar vertraut, aber ich musste sicher gehen. Aber ich will nicht, dass diese Sache uns spaltet. Ich schicke Ihnen die Dateien auf Ihren Computer. Dann sehen Sie selbst, was er rausgefunden hat. Aber Adam, Sie sollten sich das gut überlegen. Warum? Was soll das heißen? Dass man die Vergangenheit manchmal besser ruhen lässt. Sobald Sie die Daten sehen, können Sie es nicht mehr ungeschehen machen. Wenn Sie bereit sind, kommen Sie wieder zurück. Wir müssen unsere nächsten Schritte besprechen. Okay. Wir haben 2 Punkte, wir können was Neues machen. Das Tarnsystem wäre natürlich geil. Typhoon wäre natürlich auch Hammer. Ach komm, ich hab Bock darauf. Das ist so geil. Okay, wie aktiviere ich das Ding? Ach, da rechts ist irgendwas Neues jetzt. Gibt da bestimmte Tastaturbelegungen dafür. F1. F1, okay, bis 4 geht das. Ist irgendwo eine Wand? Ich will diese Wand. Nice. Hier, der ist für Sie. Ein Firmenausweis mit Ihren biometrischen Daten. Das Flag-Routing ist so manipuliert, dass Sie ohne Probleme nach Hengsha kommen. Sie schicken mich nach China? Was ist mit FEMA? FEMA hat mit dieser Sache nichts zu tun, das können Sie mir glauben. In China werden wir mehr Glück haben. Wie können Sie das sagen? Ich habe gesehen, wie der Mistkerl, der Megan umgebracht hat, seine Männer aus dieser Anlage abgezogen hat. Einer von denen liegt wegen mir tot in dem unterirdischen Depot. Das weiß ich, Adam. Frank hat das alles überwacht. Deshalb weiß ich auch, dass Ihnen dieser Mann vor seinem Tod eine Adresse in China gegeben hat. Ich will, dass Sie das überprüfen. Aber das ergibt keinen Sinn. Hören Sie, Adam. Es gibt einen Grund für die Angriffe auf dieses Unternehmen. Sie glauben, dass es mit dem Taifun zu tun hat. Oder mit einem anderen streng geheimen Militärprojekt, von dem ich Ihnen nichts erzählt habe. Der Gedanke ist mir tatsächlich gekommen. Er ist aber falsch. Die Arbeit von Megans Team, bevor sie alle getötet wurden... Sie hat neu definiert, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Dieses Unternehmen, Seraph Industries, stand kurz davor, die Menschheit zur nächsten Stufe ihrer Entwicklung zu führen. Selbstbestimmte Evolution. Ist Ihnen klar, welche Ängste das bei manchen auslösen kann? Sicher. Und mir ist auch klar, wie lukrativ es für andere wäre. Für mich ging es dabei nie um Geld, Adam. Aber Sie haben recht. So manch einer da draußen sieht das vermutlich völlig anders. Wer zum Beispiel? Ich hoffe, dass Sie die Antwort darauf in China für uns finden. Also los. Farida macht den Hubschrauberstart klar.
Wie viel Money haben wir eigentlich? 500 fehlen, toll. Jetzt meine ganze Energiezelle verfügt, wa? Scheiße. Aber bestimmt lustig. Wir können insgesamt 9 Sekunden lang unsichtbar sein. Ich glaube, wir sollten das unbedingt upgraden, oder? Damit der Energieverbrauch nicht so runtergeht. 5 Sekunden, 7 Sekunden pro Energiezelle. Mal das Doppelte. So, wir müssen eine Etage tiefer, sagt er mir. Yippie! Achso, da geht's zum Helipad. Er hat mich einfach rausgeworfen und gesagt, er hätte keine Zeit für Personalberichte. Ich habe Frank noch nie so gestresst. Achso, das Zeichen hieß doch eine Etage tiefer. Ach ja, draußen, logisch. Ja, wir werden uns noch mal ein paar Sekundärquests hier widmen, glaube ich. Wir können jetzt noch nicht weg nach Shanghai. Vor allen Dingen von Detroit bis nach Shanghai mit einem Heli. Hä? Ja, vielleicht bringt sie jetzt einen Flughafen. Aber da vor Ort wäre auch cool, wenn sie mich dauernd abholt und irgendwo hinbringt. Das war ja eine Gewissensfrage. Vor allen Dingen, sobald man nachgibt, hat man gewonnen und er erzählt einem das dann. Naja, vielleicht muss man ihn lange genug auspressen. Aber es war schon eine Sache, es war wirklich eine harte Sache. Man weiß nicht, wie es ausgeht. Das ist jetzt anders bei Fable zum Beispiel, wo man dann ja weiß, das ist gut, das ist schlecht. Hier entwickeln wir wirklich einen eigenen Charakter für Adam. So. Also, ich hab ja. Earl's Court, oh toll. Das machen wir. Weil wir haben doch jetzt ein Hexsystem Stufe 2, das war doch bloß ein 2er, oder? Ah, und zu den Waffenhandeln, da würde ich auch mal. Was soll's denn sein? Betäubungsgewehr, irgendwann cool. Ach man, ich will eigentlich meinen. Ich will meinen Upgrade. So. War mir ein Vergnügen. Jetzt haben wir genug Geld, und bevor wir das ausgeben, auf in die Limbklinik. So, dann holen wir uns noch einen Praxispunkt.
verbessern gleich mal unsere Tarnung nochmal. Dann haben wir schon mal ein richtig gutes Tarnsystem. Ein paar mehr Energiezellen wäre noch cool. Wenn man sich irgendwo hintarnt und dann irgendwen da schlagen will, dann ist das schon ein bisschen mau mit den Energiezellen. Willkommen bei Lim International. Aufgehen. Es gab doch Gewalt, oder? Die Polizei hat doch Demonstranten geschlagen, oder? Ja, ein paar Wollen Sie vielleicht etwas kaufen? Ja. Ach, die haben die Typhoon-Munition. War mir ein Vergnügen, Sir. Yippie-yay. 5 Sekunden schon. Pro Energiezelle. Ich war noch nie in Vollnarkose. Stimmt es, dass Sie das Herz anhalten und eine Maschine das Atmen übernimmt? Mehr oder weniger. Es klingt beunruhigend, ich weiß, aber wir machen das mehrmals am Tag. Das Verfahren ist absolut sicher. Werde ich Schmerzen haben oder sowas? Wir machen es über Ihren intravenösen Zugang. Wir bitten Sie, rückwärts zu zählen und als nächstes schlagen Sie Ihre Augen wieder auf und alles ist vorbei. Wow. Wäre nicht toll. Während der Narkose nicht, aber danach vielleicht. Beim Aufwachen. Das sind Fragen. Wenn Sie etwas machen lassen wollen, gehen Sie zu den Schaltern. Das? Nee, Adam Fong. Achso, nee, Dr. Karim Fong, Adam. Jensen Adam, genau, das bin ich. Keine Allergien. Als 5-Jähriger adoptiert, keine Unterlagen. Mal wenn ich war. Vor 6 Monaten Lebenserhalten. Also toll. Ist ja interessant. Okay, da war eine Ärztin pisst. Und der liegt nicht zufällig im Praxispunkt rum. Im Tutorial hieß es doch noch, es gibt in der Klinik welche. Aber ich will die doch nicht mal kaufen. Ich habe die Nachrichten gesehen. Hat Seraph sie reaktiviert, damit wieder auf sie geschossen wird? Es ist mein Job, beschossen zu werden. Und er sagt mir wann. Und ihre Schmerzen? Spürt er die auch? Er bezahlt meine Versicherung, also vermutlich schon. Er zahlt für viele Dinge. Diese Klinik würde ohne die großzügigen Spenden unserer Sponsoren längst nicht so gut funktionieren. David Seraph ist einer von ihnen. Das gilt übrigens für alle Lymphkliniken weltweit. Wollen Sie mir damit etwas sagen, Doc? Nur, dass jeder, ich eingeschlossen, für gewisse Vorschläge offen ist, wenn der Druck groß genug ist. Als Ihre Ärztin hoffe ich, Sie vergessen nicht, dass jede neuroprothetische Operation eine freie Entscheidung sein muss. Ich werde es mir merken. Das hoffe ich, Mr. Jensen. Moral. Ganz viel Moral in diesem... Wenn... Jeder Lymphklinik weltweit. Dann wird es in Shanghai auch eine geben. Das freut mich, wenn es da eine gibt. Dann kann ich da shoppen gehen. Unsere Zeit läuft ab. Wir sind in Detroit. Wir werden jetzt versuchen,
ja, in das alte Apartment zu kommen und dann kriegen wir nämlich ein Waffen-Upgrade von dem einen Typen in unserer Firma, der da irgendwas geklaut hat. Was auch immer, ich erinnere mich nicht. Und ja, das machen wir nächstes Video. Also, wir sind in Detroit, ich bin Pietro Savonaro. Bis dann.